Ich habe es am Beginn angesprochen, das ist dieser Linksschwenk, mit dem wir es gegenwärtig in der ÖVP zu tun haben, im Zusammenhang mit der Frage, was ist denn Asyl und was ist Zuwanderung? Und ich stelle mit Erstaunen fest, dass nichts von dem, was die ÖVP auch gemeinsam mit uns im Regierungsprogramm festgeschrieben hat, dass wir nämlich beide Dinge fein säuberlich voneinander trennen, offenbar übrig bleiben darf. Also man macht sich linkskompatibel, auch auf die Gefahr hin, die eigenen Versprechen und die eigenen Ankündigungen und die eigenen Verpflichtungen einmal mehr auf offener Bühne zu konterkarieren. Die Frage im Asylverfahren ist einzig und allein die, die zu beantworten ist, ob ein Schutzbedarf vorliegt, ja oder nein. Darum geht es im Asylverfahren und um nichts anderes. Und die jüngsten ÖVP-Vorstöße sind ja teilweise an Skurrilität nicht mehr zu überbieten. Da kommt die Frau Schramböck daher und sagt, naja, man müsse darauf Bedacht nehmen, dass Lehrlinge ihre Lehre so schnell wie möglich abschließen. Frau Schramböck, eine Lehre dauert so lange, wie sie dauert. Und jetzt kommt der Herr Ex-Bundeskanzler daher und sagt, man soll die Bescheide erst dann ausstellen, wenn sozusagen der Lehrabschluss auch erfolgt ist. Ich muss den ehemaligen Bundeskanzler darauf aufmerksam machen, dass sein Vorschlag rechtswidrig ist.